gesagt, das hat manchmal einen Haken. Ich hatte auch schon mal, wo ich einen Christoph mal gespielt hatte, war es ja auch immer draußen, immer drinnen, ne? Mach mal die Zeitgeschwindigkeit auch noch. Nee. Warum, ne? Ich lass kurz hier, dass man die BGA bestücken können. Achso. Wegen Geld fahr und so. Am besten mit, oder warte mal, ich tu mal ein bisschen. Brauch ein bisschen Vorlauf. Ach ja. Mann, warum will der sein Rohr ausfahren? 70. Ich komme. Will ich auch nicht. Fahr dein scheiß Rohr ein. Wie der ankommt, mitten übers Korn fährt bei dir. Bei der BGA geht das ganz schön schnell, kann sein. Ja, ja, wie gesagt, durch 120 geht das. Weil ne, wenn es Getreide hier. Ah, wie warst du denn im Korntag, ey? Werden jetzt schon wieder aufgelegt. Ich, ne? Passi. Hm. So. Passi ist. Nee, ich lasse es leben. Wie viel hast du drinne? In deinen. Ich komme zu dir. In deinen Röhrchen. Schade, dass das Abbunkerrohr Licht bloß so angezeigt wird. Bloß so ein weißer Strahl ist. Alter, der Milchtanker. Ja, ne. Ich dachte, da fährt es voll an die Dinge dran. Warum hat. Warum? Weil du es über Tablet hast? Ja. Ich finde das geil, ja, diese Textur beim Abbunkern, aber das haben die ja übernommen in den LS15. Mhm. Finde ich gut. Hat man ja schon in dem Trailer gesehen. Haben die sogar noch verbessert. Ja. Das sind so Ideenteile, die dann das realistischer machen. Das Spaß am Leben. Alter, Christoph. Ja, na, ich dachte auch gerade. Und schön mit der Spitze in den Reifen rein. Das habe ich auch mit Absicht so perfekt gemacht. Hm, ich hätte mich gewundert. Und alle fliegen durch die Gegend. Passi, den kannst du auch mal ein bisschen Vorsprung lassen. Da kannst du dann irgendwann gemütlich pressen. Oh, war schön. Das war noch Zeiten, wo man die Presse an den Drescher anhängen konnte. Ja, schlechte Zeiten. Das war bei LS, was war denn das? Ich glaube 9, ja, ja, das ging ja. Christoph, wie unsere Presse? Ja, genau. Die alte. K454. Die alte. K454. Das Ding ist geil. Ja, aber... Schöne alte Fortschritttechnik. Bier aus dem Osten! Die hat er Didi jetzt. Ja, naja, aber ist trotzdem nur unser. Ja, klar. Also, das Unkraut wächst nicht mehr nach, das ist schon mal schön. Er hat sogar zwei Pressen für uns noch. Na, die eine, die kleine hat er auch. Ja. Ruhe am Weg! Was willst du essen? Ich mach grad hier Fressen. Dänenübung. Im Stroh. Ich kann nicht essen! Ja, ich weiß. Sollst ja ein bisschen warten. So, ich trinke ja schon einen Schluck Pepsi. Ja, schon. Ne, Pepsi. Peter. Pepsi, Pepsi. La 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 la. So, Christoph. Aber durch diesen, dass man nimmer manuell zünden muss, spart man ganz schön Diesel, wa? Geht. Dass sie die ganze Zeit die ganzen Maschinen laufen. Aber die Kohlepresse ist einfach nicht. Ja, ich bin über alles froh, dass sie endlich eine ordentliche Presse reinpacken.
Also, die Ballen sehen cool aus. Ja. Ich sag mal so, ordentlich in Anführungsstrichen. Ja, ordentlich auf jeden Fall besser als die jetzigen. Krones? Größer, bessere Grafik. Nee, ja, du meinst von der Qualität des, von den Texturen her, ja. Aber nicht von der, im Real Life jetzt zum Beispiel. Im Real Life würde ich lieber eine Krone-Presse nehmen als so ein New Holland-Scheiß. Ach so, nee, nee, ich meine, was machst du denn hier oben? Ich wollte eigentlich umlenken. Alter! Ich meinte von den Ballen selber her, weißt du? Die Größe. Christoph. Hier, weißt du, was wir für ein Pack reinmachen können beim nächsten Mal beim Zocken? Ich habe so ein Ballenpack gesehen. Da so ein Aufladen mit Teleskoplader, das ist so eine Class Rolan. Ich weiß nicht, ich glaube es ist Pack. Ich hab so einen übelst geilen Anhänger, wo du die Ballen drauf machen kannst. Ich weiß, Ballen? Wo du neben den Ballen fährst, dann drückst du eine Taste und dann lädst die Ballen an den perfekten Ort. Nee, das ne? Du fährst einfach nur vorbei. Du fährst, also ja, es ist so ein, grüner und also grün und Holz. Ich schick dir dann mal einen Link, der ist übelst cool, da kriegst du 35 Ballen drauf oder so und du kannst die perfekt neben den Hänger abladen. Dass keine Balle runterfällt oder so, dass sie nicht so hoch gestapelt werden. Die Presse. Ich warte jetzt erstmal. Bevor ich weiter. Also, wir brauchen nicht mehr viel Geld, dann kann ich mir endlich mein Dings kaufen. Ah, da bin ich noch gespannt. Alter, die Schwarten sind übelst hoch, oder manchmal. Ja. So, Pause. Für Weizen, große Nachfrage nach Weizen. Wir haben Nebel. Ich dresch nicht weiter. Oh. Ich muss ja die Zeit vorspulen. Jetzt muss alles schimmeln. Schimmelt, naja. Okay, Nebel vorbei. Echt, ne? Ne. Wo ist denn hier die scheiß große Nachfrage? Beim Werner wieder! Ach ne. Bei Raiffeisen. Haust noch was rein, Willi, bei mir? Wenn ich wegfahren kann. Jo. Da tut der Christoph fix. Oh ne, hab ich gerade abgeholt. Also Stefan, diesmal zu der Raiffeisen. Raiffeisen, wo ist denn das am besten? Bei den Kartoffeln oben. Achso, hä? Achso, bei Feld 6 oder? Bei Feld 1, bei Feld 6, genau. Ne? Ja, genau. Ja, es geht. Ja, vorab. Wer hat denn hier gedrillt, ey? Christoph, hast du noch 5% für mich? Ja. Nehme ich dir gerne ab. Aber es wird nicht reichen. Nee. Du musst aber zurückfahren. Hä, ja, warum? Warte. Gut, warte, bleib stehen. Vor dem her. Mit der 4. Schneller. Ich kann ja auf Stufe 4 von Ernst. Da hab ich ja. Warte. Da hast du ja. Ich mach Vorlauf. Jetzt ist gleich voll. Jetzt. Bis später. Ich hör's bloß im Hintergrund. Scheiße, sorry. Mein Fehler. Was ist denn jetzt? Ich hab übelst den Schwart verzogen. Wollte ich auch nicht. Ei. Wo noch jemand fit zu stehen. Weißt du, was ich da erstmal machen darf? Wo fahr ich denn lang? Ich darf dann bestimmt erstmal meinen Trecker wieder auspusten. Das mach ich. Hier steht noch eine Sämaschine rum, ein Arbeitenhändler und ein Gewicht. Ja, das ist eine Maisdrille, ist das. Also nur mal so. Habt ihr gerade gehört? Das finde ich, das macht keiner von euch. Wenn er einen Traktor nimmt und den dann mal auspusten tut, von dem anderen Fahrer. Passi ist wenigstens nicht und pustet dann mal meinen Traktor aus. Weil er genau weiß, irgendwann kriegt er den mal. Ne? Genau. Das nennt
Das nennt man engagierte Fahrer. Aber nicht solche Bubis wie euch, die Traktoren versauen und dann lässt er sie irgendwo in der Ecke stehen. Ach, Kerchern kann ich auch. Ihr seid alle dieselben. Passt diesmal vernünftig, dann pustet ihr wenigstens mal aus. Da naja. Passt, ihr will nur eine Katze, ein Schleim, wenn er deinen Traktor kriegt. Den kriegt er ja so oder so, aber da muss er was dafür machen. Naja, deswegen ja. Das ist wie den Käse, ja, da schnell vergammelt. Warum hat sie die scheiß Silage in den Ding reingetan? Du Passi, du kannst ja schon mal warten. Ja, ja. Ich will ja schon mal die Ecke hier fertig dreschen. In der Zeit kannst du ja schon mal die Maistrelle holen. Vom Händler. Und Willi, geht das Geld? Brauch nur 50.000, dann geht's ab. Ja, kriegst du jetzt, Alter. War ein bisschen die falsche Richtung, würde ich sagen. Naja, mach nix. 30.000. Das war's. Scheiße! Wie viel fehlen? Na, noch 24. Was hast du jetzt für ein Gold? Den großen mit Ketten oder was? Nee. Noch nicht. Ich brauche noch 24.000. Ja, was willst du jetzt überhaupt kommen? Alter, Hochdruckreiniger geht nicht. Ich weiß, warum deine geht. Was? Nein. Hast du den zum Hof gesetzt? Geh ja. Mal zum Händler und drück da mal B. Okay, das, den kannst, ja. Du kannst den Kercher, stell den Kercher mal schon mal an die Stelle, wo der dann stehen soll. Mach das mal. Und beim nächsten Mal, das ist ein Bug, das ist ein richtig scheiß Bug. Hm. Hier, wo soll ich denn das Fass hinstellen? Das kannst du da mal dran lassen, am Drecker. Okay. Wer ist da gerade einfach so übers Feld gedüst? Na, rate mal, wer das wohl ist. Also ich, ne? Wattwurm. Der Wattwurm. Der Wattwurm. Du bist ja schon wieder heimlich tanken. Oh. Ey, ja, ich bin voll abzapfen hier. Ich fahr mal über ein Stück langsamer. Wegen Schild und Gold hier? Nee, hier sind ein paar Hudel im Felde. Hudel? Hä? Huckel? Nein! Ach, Huckel. Alter, was machst du denn? Das hat geleckt. Ja, wird jetzt auch sagen. Es hat geleckt! Ja, wenn Stefan passiert! Wenn Stefan passiert, kann man darauf zurückschließen. Ich lenken gar nicht. Wenn es bei Stefan passiert, kann man darauf zurückschließen. Ah, das ist doof, ey. Mann, ey. Ah, da war. Was wollte ich jetzt machen? Irgendwas. Ich fahr den einzigsten vernünftigen Traktor, ey. Ja, wenn ihr mehr in anderen kurven würdet. Ja, wenn Willi nicht so geizig wäre und seinen Kack-Mähdrescher kurven würde, dann. Ja, danach können wir alles kurven, was wir wollen. Also, mit dem Mähdrescher wissen wir mal fertig. Der, warum willst du was Schlechtes kaufen, um was Gutes zu zerstören? Mensch, irgendwas wollte ich machen. Jetzt bringst du dauernd aus dem Konzept hier. Aus dem Konzept. Nee, aber es wäre wirklich besser, wenn wir zwei Traktor, also wenn wir noch einen Traktor kurven jetzt. Weil? Naja, guck mal, wir müssen dann wieder alles sehen, dann gruppern. Naja, komm mit danach machen, wie gesagt, wir haben noch ein paar Getreidefelder hier. Ein riesen Weizenfeld ist da links drüben noch. Was wir gleich uns machen, vorknüpfen werden. Also du willst jetzt erstmal deinen Drescher holen oder was? Hm? Und danach? Danach können wir John Deere kurven. Och man! Und danach können wir die Europa kurven. Romy, ich hab gerade gesagt, die Presse soll schon mal stehen bleiben, weil ich Vorlauf brauch. Oh, na du bist ja gleich fertig. Hier mit dem Klim Eckel, ja. Naja, ne? Deswegen ja. Ach genau, jetzt will ich wieder was machen wollte. Und zwar den Teleskoplader wollte ich mir nehmen. Siehst du, starten Sie den Motor, steht bei mir hier. Zack, vorwärmen, starten. Also beim Teleskoplader ist die manuelle Zündung drinne. So, ich hab die Drille geholt, ne? Bin mal auf dem Weg. Ja. So, wo tun wir am besten den Kercher hin? Gerger. Aber das den Gerger.
Eigentlich ist es der Hochdruckreiniger, aber das ist schon im Fachmund, dass man sagt Kaiser. Ein Volks. Ja, das ist die Firma. Ja, aber man sagt allgemein immer Kaiser. Ja. Und der Kärcher soll ja auch bei LS15 mit rein, das ist auch sehr schön. Jedenfalls tue ich den jetzt mal ans Wasser stellen. So, wie, wenn ich den dann hierher gesetzt habe, geht aber er dann nur beim hin. Nächsten Marsch, wenn wir das nächste Spiel anladen. Okay. Lol, da geht oh, doch da geht. Los. Also ich hab ihn ja in der Hand. Ey, siehst du? Guck mal hin, schnell, wir gucken, warte. Ja. Das ist Dolle hier. Okay. Alter. Soll ich dich mit? Okay, da fahren wir wieder zurück in die Futterhalle hin rüber. Soll ich? Die scheiß Gabel. Warum willst du einen Kaiser in die Futterhalle stellen? Nee, hier den so. Teleskop gerade wieder rüberstellen. Das macht sich so behindert mit der dreckigen Gabel dran. Na Christoph, willst du mal ja gleich mal nebenbei ein Bild tanken? Nö, auch nicht mehr. Lass den Traktor stehen, ich komm. Oder ne, komm dann ran, ich sag Bescheid. Ach, ist schon über Ladewagen. Okay, gut. Gut. Ja. Bin Fuchs. Hühner buschig im Schwanz und rotes Fell. Aber ich muss sagen, das Niveau ist im Gegensatz zur letzten Folge schon gestiegen. Ja, deutlich, hat deutlich. Hast du da was im Lager oder sowas, was reinkippen kann? Ich glaube nicht. Konfigurieren. Hier. Kannst du eben mal die Drille zurücksetzen? Ah ne, geht schon. Warum, was machst du denn so? Nix geht schon. Ich hab nur ein bisschen an der Kante gehabt. Drillst du jetzt oder wie? Nein. Ja, ich hab ihm gesagt, er soll die Drille vom Händler holen. Achso. Boah, die sind schlecht. Ja, kannst du mit zur anderen Drille stellen. Danke. Ich weiß, ich hab's gerade gesehen. Wow. Was ist bei dem? Jetzt los. Bist du gerade gegen die Mistwand gefahren? Also geil, Alter. Ich gucke so hinterher. Auf immer. Bleib da auf immer stehen. Hm. Ja, denn. Wo fährst du, wenn du alle hier ich hin? Will den Grubbon schicken. Grubbon, was? Passi hat wieder AdBlue geschnüffelt. Dann lass doch den Tankdings ja am Silo stehen. Halt. Weil der Christoph muss dann tanken. So, na, bring's gleich vor. Gut. Aber ich will den nur fix grubbern, wenn wir das dann machen müssen. Weil da kann er der Helfer machen. Mhm. Weil da hat er eh nichts zu tun. Was geht denn ab mit dir, ey? Der hat wieder Quistle genascht. Der hat wieder am Auspuff geschnüffelt. Oh, Abgase. Oh. Alter, du bist wie ein Chihuahua, ey. Du rennst die ganze Zeit noch hinterher. Mach mal die dämliche Rotorleuchte aus! Nö, wenn ja, du deine Rotorleuchte ausgefahren hast. Dein Fett ist sauber, ja. Einwandfrei. Soll ich jetzt machen? Willi? Kannst dann schon mal weiterpressen. Mm, no. Toll, jetzt hab ich grad sauber gemacht.
Ah, das fahr ja scheiß Rohr aus. Will jemand tanken? Noch? Ja, da ist doch Muskel. Ich drüben noch raschen. Ja, Gott. Stell dir drüben auf dem Raps in den Traktor. Ey, das ist ja meiner. Ja, dann mach den Kleber davor. Hä? Nee, ich brauch jetzt einen Kummern. Ja, lass den Anhänger dort stehen und... Nee, der hat zum E-Wag dran. Lass einfach den Anhänger dort stehen, dann stört er gerade gehen. Was? Oder schon mal Hänger sich selbst abhupen sehen oder was? Nicht lange mit der Hand. Vor allem mit Tank, der nur 1000 Liter fasst, ja. Naja, das ist gut. Insgesamt habe ich schon 16,1 Hektar gedroschen. Alter, was so, mal gucken, ich habe es jetzt auf meine externe Festplatte gelegt, die Aufnahme. Mal sehen, ob das. Also ein Bildkommen aufnehmen. So, stellen wir die ersten drinnen. Der erste ist voll. So, Willi, ich würde sagen, dass du. Ah, nee, warte mal, nee, ach Quatsch. Soll ich wegschaffen, wenn der einen Drescher kommt? Richtig, kann? Richtig, mach mal. Wie viel haben wir jetzt schon Aufnahme? Warte mal, achso, und zwei. Alter, mega lecker. Ja, weil ich ihn gerade gekauft habe. Guck mal auf den Timer. Jetzt haben wir wieder. Ja. 4 Folgen haben wir es haben, denke ich mal. Nee, wie viel Zeit wir haben. Keine Ahnung, habe ich gerade dran laufen, den Timer. Fällt mir gerade auf. Dann machen wir halt mal eine längere Folge. Ja. Ne, wie gesagt, natürlich sowieso wieder auseinanderschnippeln. Das ist eh. Ja, hast du Fraps gekauft oder was? Na, es ist die gekaufte Version, ja. So. Schade. Alter Verwalter, ich sitze gerade in meinem 92 Streicher. Mit Cat. Hast du Schnittwerk? Ne. Das wollte ich gerade. Ich kann mir Zeit lassen. Nee. Und dann machen wir hier Batman. Wie viel kostet das Schnittwerk? 70.000. Ja, ja, okay. Der Willi, da kannst du gleich das Feld hier hinten machen. Ich mach dann gleich das hier was so an. Die Eins. Was, die Eins? Die Eins ist Kartoffeln. Nein, die 4. Die 4 mache ich, ne? Die 4 und die 7. Ich geh in die 4 rein. Ja, nee, du kannst ja gleich die 7 machen, aber die 7 ist näher am Händler. Nee, die 4 tun wir dann beide bearbeiten. Ey, wie viel Geld hast du denn jetzt? Ich meine die 7, dass du jetzt die 7 machst und wir zusammen machen die 4. Naja, kann man doch sowieso die 4 machen. Wenn du. Jetzt bist du bald fertig mit dem. Ja. Ist denn viel, oder? Naja, gegenüber ist noch ein Feld. Die 15? Die 17? Ja. Gut, ja, dann machen wir. Alter, hoffentlich reicht der scheiß Geld. Ja, ich glaube, ne? Noch 10.000. Na, das schaffst du. Ah, 3.000 fehlen, Alter. Was, echt? Ja. Hast du denn was drin? Na, schön, danke. Das war's. Oh, fuck. Warte mal, ich hab ne Idee. Was denn? BGA ist voll. Hast du noch den... Wir haben doch noch den Tank für die Spritze, den brauchen wir nicht mehr, oder? Hab ich schon verkauft, wir können aber ganz kurz mal die Zeit schnell machen und da kann ich noch mal die BGA bestücken und dann haben wir eh die Scheißkurve. Upsala, da steht ja einer! Du Liebe. Lalala. So. Mache die Zeit wieder normal. Hast jetzt alles. Und ich kaufe jetzt. Oh, da wollte mich rollen. Es kostet 72.000. Ich habe 71.900. Jetzt habe ich das Geld. Was willst du überhaupt kaufen? Ach, nicht. Überraschung. Ja. Easter Egg. Jawohl.
Deforistus. Ah, ich finde den Hänger geil. Brauchst du wenigstens keinen Hänger, also kein direkt. Schneidwerkhänger. No. Ich schicke mir, wenn ich so. Alter, dein Schwenkbereich, du. Will du jetzt das Schneidewerk vom Case noch kaufen? Boah, wie hässlich das aussieht, ja. Ich finde das so geil. Mit den Vorderbändern drinne. Wieder Diddy. Hallo, was? Das Messer vergessen. Naja, aber oh, mit den Dings drinne. Mit dem Dings drinnen. Mit dem Förderband? Der hat auch schnell gedacht, was er.